Yo, was geht ab, meine Freunde und Freundinnen? Mein Name ist Ranzratte und ich spiele eine kleine Runde Miscreated. Das Spiel ist im Übrigen benannt nach Smokers Gesicht. Und dabei ist also der Smoker, der gute Sarazar und der Benny. Hallo. Hallo. Jo, hallo. Alles gut bei euch? Ja, wir wollten eigentlich GTA zocken, eine Runde, ne? Kann man ja mal spoilern, oder? Und ging aber nicht, Server ist weg einfach. Und da haben wir gedacht, komm, zocken wir eine Runde Miscreated, mal gucken, wie lange das geht. Haben einfach eine kleine Session gemacht und ein bisschen was zusammengelootet. Und Miscreated, kennt ihr vielleicht, ist ein Survival-Game, ähnlich wie DayZ. Und ist in letzter Zeit richtig gut geupdatet worden, ne? Jo, CryEngine, richtig nice Optik. Okay, also wir haben alle Waffen, aber keiner hat irgendwie Munition. Und ja, wir looten uns eigentlich die ganze Zeit nur doof voll und gucken mal, was so geht. Ja, so ist es. Muss man wirklich in den Raum werfen. Also bisher haben wir wirklich nicht viel Krempel und sind auch noch ziemlich am Start. Ich habe das Spiel auch bisher nur eine Stunde mal gespielt oder so. Noch gar nicht so richtig viel. Ich hab's mal, glaube ich, pre-Alpha-mäßig ein bisschen gezockt. Mhm. Guck mal, die Taschenlampe geht auch leer, ne? Meinst du, Smoker, ne? Ja, ich meine ja. Das ist übrigens der Smoker, um mal die Charaktere zu unterscheiden. Hier der Smoker, ja? Genau. Mit dem grünen Shirt, die Dame, Smokerine. Und hier das ist der Ranzratte, hier mit dem coolen Motorradhelm und so. Juhu! Und das ist der Benny hier mit dem Backpacker. Ja, und ich bin der Heinz hier. Jo, hier liegt noch mein Moped, das hatte ich vorhin noch gefunden. Sieht echt aus wie so ein Camper, ne? Ich weiß nicht, ob wir das mitnehmen sollen, ein Stück. Wäre vielleicht ganz sinnvoll, oder? Ach geil, Alter. Ja, fahr ruhig mal. Das hast du da auch die Klamotte gefunden bei dem Moped, oder was? Nee, die habe ich separat gefunden, aber passt halt gut, ne? Ja, auf jeden Fall. Jo. Okay. Kann man hier Licht anmachen bei dem Ding? Keine Ahnung, Alter. Ja, einer kann auch mit drauf. Hier ist mal so ein Fahrradsattel hinten dran gedingst. Oh, cool. Benny! Hey! Ja, okay. Viel Spaß euch beiden. Ich sehe gar nichts. Oh, wir hängen einfach nur deinen scheiß Rucksack im Bild, Alter. Ich sehe nichts. Toll. Hilfe! Man kann nicht rauszoomen. Fahr du. Wenn du vorne sitzt, dann passt das. Dann sterben wir bestimmt. Aber spring mal drauf. Ich kann alles sehen. Ja, okay. Wie gebe ich denn jetzt Gas? Du musst die Karre anschmeißen mit R. Ah, okay. Und dann geht das los hier, Junge. Okay, ciao, Leute. Da fuhren sie davon in den Sonnenuntergang. Wir sagen euch dann, wo Loot war, ja? Komm, wir halten mal hier bei der Tanke. Ja, oh, okay. Wir sind einfach die Straße hoch, Jungs, ne? Hier ist so eine Tankstelle. Wenn ich jetzt die Gesichter sehen könnte, die wären bestimmt sehr begeistert. Ich zeig nur einen Finger. Okay. Ui. Kann man hier rüber? Ja, wir haben halt keine Munition, ne? Da ist auch ein Monster, ne? Ja, aber ich habe ein Messer. Ja, okay, stimmt. Ich habe noch eine Axt. Du kannst über das Moped und dann drüber springen. Ach, super. Ach, clever. Gute Idee. Ja, wir müssen halt... Also man kann im Vergleich zu DayZ schon ziemlich viel craften. Ja, oh ja, ziemlich. Ja, genau, warte mal. Hier ist das Crafting-Menü. Also, da kann man auch noch immer wieder neue Sachen lernen. Das ist auf jeden Fall ganz cool. Selbst Gin and Tonic kann man machen. Basebuilding gibt's halt auch. Genau, und so weiter, aber die sau viel drin schon. Die meisten, glaube ich, kennen Miscreated mittlerweile. Ich habe ein paar alte Kartoffeln. Will einer? Nicht? Dann lasse ich sie liegen. Obwohl doch, warum nicht? Nehme ich mal. Ja, okay, die sind hier im Regal. Ey, Alter, lieber ein paar mitnehmen. Die sind zwar ein bisschen... $2, bitte! Aber im Notfall hau ich mir die rein. $2! Machst du ja SOS? Ja, $2! Die kriegst du nicht. Mann! Oh, hier sind Bohnen. Ladendieb. Oh. Ihr solltet Trash. Nicht mit mir in einem Zelt schlafen. Wieso schlafst du so hart? Scheiße, das ist hier ein Monster. Was ist? Oh, ich komme. Oh! das ist das Schwein. Ich weiß nicht, wo ich meine... Ich hab meine... Wo ist meine... 3? Ich hab ihn. Jetzt. Okay. Ich hab ihn gemetzelt, Asten? Leute. Cool. Ich war dabei, meine Axt geil, zu suchen. Geil, und der hat einen Apfel dabei, du, dann ist doch super. Oh, hier liegt eine M16. Alter, du hast was mir einen gegeben. Nein, hab ich nicht. Wo ist denn M16? Du hast mir das Messerchen aufgenommen. Geil. Zeig mal. Hier hast du auf dem Rücken. Eins. Oh nice, hast du ein Magazin dafür? Nee, ich glaub nicht. Da musst du noch ein Magazin liegen. Hier liegt das Magazin, Alter. Gönn dir das. Nein. Doch. Aber was für ein Zufall. Standardmagazin. Krass, Alter. Hat der Benny eine M16, der kleine Penner. Ja, nice. Ich brauche auch halt ein scheiß Magazin für die Hunting Rifle. Was nimmt ihr überhaupt? 308 oder so, ne? Ja, ich kann auch mal zeigen, was ich gerade hab hier. Ja, bisher nicht viel, ne? Ja, 8 Schuss habe ich jetzt. Waffen hier, so eine Tranquilizer Gun. Toll. Da kann ich euch betäuben. Das ist ein Betäubungsgewehr, ne? Ja. Aber macht keine unanständigen Dinge, ne? Nicht einfach irgendjemanden betäuben geil, und dann... das mache ich mit euch. Ist doch klasse.
Also wir sind hier übrigens in der Stadt Woodhaven. Ich habe lustigerweise auch eine Karte am Start, die kann ich mir gerade einblenden. Hier, da sieht man ja, es zum ich im nicht. Westen. Warte, ich gucke hier mit drauf, warte. Ja, wie lege ich denn eine Waffe an? Wie gehe ich denn in diesen Kampfmodus? Ah, mit Tab. Okay. Entweder Tab oder einmal Maustaste klicken, kannst du auch. Das sind die Ortschaften, ist aber schlimm hier, ne? Ich habe aber schon Muni drin. Genau, Woodhaven, ja. Hat einer eigentlich noch was zu trinken da? Ach nee, ich habe selber, okay, alles cool. So, und ich habe noch 9mm. Smoker, hast du nicht eine Pistol? Warte. Ich habe eine 357er. Dann. Aber ich glaube, die ist nicht geladen. Warte mal. Da ist, glaube ich, keine Munition für, glaube ich. Oh, wow! Wow! Oh. Anscheinend okay. Doch. Ich habe die ultimative Waffe. Was denn? So ein Fensterabzieher. Was? Oh, geil. Du kannst mir mal das Visier von meinem Helm sauber machen? Scheibenreiniger. Ja, was? Wie geil ist das denn, Alter? Ein bisschen danke. Dunkel, ne? Ist ein bisschen dunkel. Oh, jetzt sehe ich wieder was, ey. Ich glaube, es wird echt bald Nacht, ey. Dann ja, es wird wirklich dunkel, Alter. Soll man in das große Haus mal reingehen zum Looten? Ja, komm. Ja, dann sollten wir mal gucken, wie man ein Feuer craftet. Sonst überstehen wir die Nacht vielleicht nicht. Okay, ja, Benny. Stimmt. Ich ernenne dich zum Crafter. Zum Obercrafter. Ja, ich guck mal, ob ich was finde. Ich möchte Sniper sein. Bitte. Ach. Ich bin der rote Power Ranger, okay? Okay. Okay, ich renne einfach dumm rein. Okay. Das kann ich am besten. Es gibt übrigens auch so Rezepte, kann man auch mal ganz kurz erwähnen. Kannst du kochen? Nee, okay, ich habe nur Kerzen gefunden, das muss reichen. Ich habe zum Beispiel eins gefunden, wo ich jetzt Pfeilen machen konnte. Also bevor wir aufgenommen haben und so ein bisschen noch mit dem Spiel auseinandergesetzt. Was kannst du jetzt machen? Ich kann jetzt Pfeilen craften. Die in groups or die alone. Okay. Hier kommt ein Vieh irgendwo. Ja. Wir haben Agro gezogen. Rennt hier draußen rum. Ja, ja. Ich habe die Axt bereit. Nee, da ist das Treppenhaus. Dann kommt er. Komm gibt's her. Gibt's ein Treppenhaus, Alter? Bin ich doof? Doch, doch. Ich bin auch schon da oben. Ist er. Wartet. Ich werde ihm das Gesicht reinigen. Reinige ihn! Ja, mach mal. Reinige ihn! Man bleedet nämlich auch, man muss ein bisschen aufpassen. Hat mich getroffen. Da greifst du den echt mit dem Gesichtsreiniger an, ne? So, ich hab den erledigt. Scheibenreiniger. Was hat der? Oh, Binoculars, Leute! Warum hat hab der ich denn? Auch. Hab ich auch. Und immer. Ein Rock, was soll ich denn mit Rock, Alter? Guck mal, ich hab was viel Rock cooleres im Gesicht. Okay, ist das Treppenhaus. Jo, was ich bin denn? Ein Pirat. Zeig dich. Alter, bei dir auch geil. Viele rum, Items hier, muss man schon sagen. Finde ich super. Dane Groups or die alone. Oh mein Gott. Ja, gut, dass wir zusammen sind. Smoker, wo bist du? Oh, geil, Alter. Smokey, nein. Verlass Smoker? Uns nicht. Wo bist du denn? Ja, oben. Da war aber, ich ne? Stehe in Gruppen oder geh alleine. Ja, also bist alleine gegangen, ne? Toll. Ja, ich brauche Essen. Ich hab noch 5%. Boah, wir müssen was zu essen finden für dich. Ich hab leider nur trinken, Digi. Hier ist ein Konferenzraum, aber nur mit so leeren Sachen. Boah, Woodhaven ist echt ein unschöner Ort geworden. Absolut. Bist du schon ganz oben? Loot ist alles weg hier, oder was? Keine Ahnung, wo ich hier bin. Warum will einer Polizeiknüppel haben? Nee, danke. Ich hab eine Plepsi gefunden. Da ist doch Durst, Smoker? Da hab ich ihn noch. Okay. Aber warte, ich hab doch einen Apfel gefunden, mein Lieber. Komm her. Komm mal zu mir. Ja, hab ich hab auch noch denn? Was. Ja, ich hab auch was. Und Korn. Wir haben noch die Rotten Tomatoes. Die kannst du auch und bekommen. Ach, die Bohnen hab ich ja auch noch. Kein Problem. Knüppel ach, da bist du ja. Warte. Okay, warte. Nur Gammelware. Wie lege ich das denn da hin? Erstmal hier. Ist erstmal die. Was die liegen, die, liegen, die liegen gut im Magen. Ja. Hier liegt. Ich mal, hier mal, ist eine, wo seid ihr? Noch hier ist eine Dose, nimm die. Nimm die hier. Vitamine? Das ist auch wirklich gut. Ein Äpfelchen. Hat noch einer keine Nahkampfwaffe? Korn, nee. Du musst das Korn nehmen. Du hast aber keine der Apfel rollt. Mein Apfel ja, der rollt Apfel rollt weg. Der Apfel rollt weg. Was ist hier für eine dumme Scheiße, Alter? Der Apfel rollt. Danke, die nehme ich dafür. Der Apfel rollt immer noch. Und hast du? Ich habe noch. Hast du eine Nahkampfwaffe? Der rettet dein Leben. Ja, hab ich, Alter. Axt okay, und hast du auch eine, Schmucki? Warte, eine Axt? Ja, eine Nahkampfwaffe. Die Benni, du auch? Alle da? Axt, ja, ja ich hab ein Messer. Ich hab noch eine Axt, wenn das nicht cool ist. Ja. Ja, dann droppe ich die hier wieder ins Treppenhaus. Die Farbe gegessen. Liegt. Was hast du gegessen? Die rote Farbe, ich dachte, wäre Suppe.
Fuck. Ich kann mal nur. Medizin, okay, komm her, du kriegst einen Gnadenschuss, Alter. Oh, dann Mann, hast du hinter dir noch geil, das ist tot. Du stirbst locker gleich. Hast du ihn jetzt wirklich mit dem Essen umgebracht, so wie du es vorhattest? Oh. Oh, Alter, ich habe einen riesen Backpack, Alter. Geil. Oh, Antibiotika ist hier. Meinst du, das hilft? Geil. Vielleicht. Da würde ich auch sofort geil, Antibiotika oder? Schlucken, Alter, wenn ich Farbe gefressen habe, ey. Komm, wie so ein Bekloppter. Farbe? Ey, das muss ja irgendwo in den 80ern passiert sein hier bei Miscreated, ne? Wenn ich so die Rechner mir anschaue. 90er? Ja. Hier, ich bin im Übrigen gerade mal auf dem Dach. Also Apokalypse gab es natürlich auch hier. Und irgendwie scheint... Aber das sind keine Zombies, das sind so Mutanten. Ja, ja. Aber in den 80er Jahren scheinbar nach den Rechnern. Boah, wie der Schimmel an der Wand. Sieht ja richtig fies aus, ey. Ist ja wie bei mir in der ersten Woche. Overview is gone. Sag mal her, vielleicht erinnert es mich an den Kühlschrank. Komm her. Sag mal, erinnert mich so ein bisschen, ich habe mal in Nepal, war ich immer, da war ich in so einem Hotel, ey, da ist meine Kamera kaputt gegangen, weil es so beschlagen war und feucht. So, jetzt so am Schimmel, dass ich mir ein Tuch umgebunden habe, um da zu schlafen. Dein Ernst, richtiger Absteiger, Alter. Ist richtig, kein Scherz, ey. Ich bin die Haare gewachsen, vorher noch 10 Stunden durch den Monsunregen gefahren, wo die Straßen runtergebröckelt sind und so, es war unentspannt, aber naja. Life is okay, life. Haus dürfte leer sein. Gehen wir runter, wa? Ja. Nächstes Haus. Okay. Ja, bist du jetzt krank oder nicht? Ah, die Loot-Dolphs. Ja, ich weiß nicht, woran erkenne ich das. Da ist irgendwie so ein komisches Symbol über der Gesundheit. Okay, da ist was. Okay, ja, dann gebe ich dir jetzt gleich mal das Antibiotika. Okay, ich bin draußen. Wenn ich den Weg gefunden habe. Ich geh mal in diese Lagerhalle mit dem Spritzdach. Das ist irgendwie ein bisschen hier so hier mit der Motorradkluft und so. Richtiger Biker-Dude, ne? Ja, ne? Ja. Nice. Wo seid ihr? Ja, komm mal mit, du Digga, ist doch die Death. Wir gehen jetzt hier mal in die Halle rein, du. Zum Glück haben wir einen Rucksack. Genau, bin ich hier, ja. Aber bis hier sind erstaunlich wenige Zombies, ne? Ja. Bisher haben wir zur Ruhe. Also, Searchbox, Box ist empty. Eben angezockt haben, war schon ein bisschen was mehr los teilweise auch. So, Smoker, wo bist du? Alles leer hier. Alles leer. Oh, hier, warte mal. Das sieht aber geil aus, Leute. Guckt euch das mal an hier. Guck mal, schmeiß Antibiotika. Auch Dankeschön. Hier kriegst du einen Whisky. Ach, cool. Was denn da? Ach, so ein kleiner, kurzer. Warte, wir machen Effekt-Roleplay. Wir sind noch in so einer Halle hier. Hey! Hallo! Hallo! Geil, Alter. Hier ist nix. Wir können wieder raus. Jo, okay. Ich sehe es auch so. Was steht denn hier noch? Don't take meds. Nimm keine Medizin. Hm? Oh, ja, Smoker. Hat's was gebracht? Ja, super, dass du in dem Moment irgendwie... Ja, das Symbol ist weg. Ja, ist weg. Ist weg. Ja, wir haben dich geheilt. Ja, dankbar. Guck mal, das sieht auch schön aus hier mit dem Efeu. Ich sammle ganz viel Holz. Ich muss irgendwie mal rausfinden, wie ich Stöcke bekomme. Holzstöcke. Weiß ich. Ja. Hm? Büsche? Hm? Ja. Gebüsche. Ja. Ach cool, dann kann ich mir Pfeile bauen. Geil, Alter, ich hab eine Kopflampe. Mal. Ey, guck mal, hier ist ein schönes Foto. Sag mal. Ja, weiß nicht, wessen Familie es war, aber meine nicht, zum Glück. Meine auch nicht, tschüss. Verpisst euch. Bies dich, ist mir egal. Ruhe in Frieden. YOLO, Alter. Ja, wir müssen hier weg, hä? Wo sind wir überhaupt gerade? Boah. Ja. Du. Also saugeil detailliert gemacht, muss man im Spiel lassen. Das war es auch schon, als es rausgekommen ist. Es ist ja immer noch in der Early Access, muss man auch dazu erwähnen. Immer noch in der Alpha. Aber es sind halt sehr viele Updates erschienen. Und das sieht man. Man hat ja schon echt viel enthalten, ne? Also wenn ihr jetzt noch so Base-Building machen könnt und so. Ja, können wir. Sag mal, habe ich jetzt eigentlich... Kann man ja ewig... Wie kriege ich meine Kopflampe an hier? Ja, könnt ihr auch mal in die Comments schreiben, ob ihr mehr von Miscreated sehen wollt. Ob ihr vielleicht Tipps für uns habt und sowas alles. Oh ja, bitte. Ne? Weil, das mit dem GTA, da müssen wir halt schauen, wenn der Server wieder läuft, dann werden wir sicherlich auch nochmal zusammen. Könnt ihr natürlich auch ganz gerne mit einem Daumen zeigen, Hashtag gebattle. Genau. Auf jeden Fall. Ne, aber dann sieht man es halt wirklich, ne? Ja. Wo will, aber, Alter, seid ihr wie sehen so Büsche denn aus? Ja, warte mal, was? Also ein Busch sieht halt aus wie so ein Busch halt. Also. Benni, du musst einfach in so Gebüsche rennen, manchmal klappt das hier in dem. Ich kann mal die Hose runterlassen, warte, zeig ich. Ja, hier dann so. Hast du nicht gesagt, Alter! Gerib, ey!
6, hier, zack, zack. Ah. Das sind diese hohen Gebüsche, weil es ist ja auch eigentlich logisch. Yeah. Ja, du kannst ja auch Toiletten bauen. Echt? Große Kacken? Quad-Toilette für 4 Mann. Was ist denn hier? Wo denn? Große Structures? Kacken. Structures und dann Wood und dann Other. Echt, wie geil. Alter, was gibt's denn hier alles? Ja, was ist das? Ganz Klo bauen. Ey, die kosten nur 5 Lumber, lass die mal. Wo kann ich das sehen? Wo kann ich das sehen? Gehst auf Crafting, Strukturen, Holz, Asa. Gut, Strukturen habe ich gar nicht. Ich kann nur Cloth und Backpacks bis jetzt. Nee, doch hast du auch Structures, ganz links. Geh einfach mit der Maus drauf. Guck mal, Structures, dann Wood und dann Other. Also ganz links, Crafting und dann kannst du ganz, das ist Platz 7 oder so, Structures. Ah, okay. Und dann gehst ach, dann da ist das übergeordnete Menü, alles klar, ja, okay, ja, es ja, gibt ja, tausend okay, okay. Millionen Sachen, Alter. Holy das ist shit, echt, Alter. Alter, richtig krass. Bei Structures alleine gibt's Sand, Tire, Wood und was weiß ich was, Metal. Und dann gibt's Barriers, Komponenten. Ach, das ist, das Recht ist das Untermenü. Holy shit, Alter, Mann, Alter. Wir können hier zusammen basteln ohne Ende, ey. Das ist echt krank. Sollen wir mal hier die Straße hoch, weil die Stadt haben wir ja schon leergelootet sozusagen. Smoker, wo bist du? Oh, jo. Smoky. Was? Also du bist ja. An was für einer Wand? Wo bist du denn? Ich hab verfaulte Tomaten gegessen. Sag mal. Der ist auch alle, der Junge. Ich bin an der Tankstelle. Das ist der Erste, der in der Zombie-Apokalypse sterben würde, glaube ich. Ja, weil die Dicken sind nicht so schnell. Ja, ich kenne das Problem. Wo kann man denn sein Wasser auffüllen? Am Fluss. Ja. Zum Beispiel. Fluss. Ah, ich ja. weiß nicht, ob es auch so einen, mir fehlt das Wort, Brunnen. Ob es einen Brunnen gibt. Ja. Wie in Daisy. Walter Brunnen. Geht ja Roleplay. Ja. Neue Plot-Twist. Finden wir eventuell Walter Brunnen? Vielleicht finden wir den ja hier noch irgendwann. Vielleicht läuft uns ja hier über den Weg irgendwann, der Walter Brunnen. Bleiben wir hier in der Stadt oder so, oder? Was? Ich guck mal, ich mach mal die Karte auf. Können wir mit drauf? Ich hol mal eben das Moped. Hier ist die Karte. Ja. Mit. Ja, dann sollten wir vielleicht nach Süden, oder? Da sind ganz viele Städte. Oh ja, es gibt einiges. Wie öffne ich denn hier im Spiel die Karte? Du musst eine finden. Aber du musst eine finden, wie F5, ich habe eine. Nee, du kannst. F5. Einfach nur 5, ah. Ach da. Das sind zwei verschiedene. Das sind wirklich. Wie halte ich die denn? Wir haben zwei verschiedene. Okay, Karten, warte mal. Alter. Bleib mal nochmal. Bleib mal so stehen. Das ist echt krass, Mann. Also, die haben zwei verschiedene Karten sogar. Design, das ist cool Alter. Gemacht. Ja, wirklich. Ja, also, so Details auf so was, ne? Das ist der Hammer. Muss man einfach mal sagen. Okay. Fahren wir? Ja. Spring hinten drauf. Oder, ich, ja. Nee, spring du hinten drauf. Ich fahre auf die Gabel, warte. Ich geh da. Ey, in Vietnam wird das auch zu viert klappen. Das sieht ja so geil aus. Du warst doch eben bei der Tankstelle, ja, oder? Ja, die ist da hinten, da. Ja, da müssen wir vielleicht hin. Das ist eine gute Orientierung. Von da aus weiter. Oder ist das hier schon der Weg nach Süden? Krass, könnte sein. Alter. Wie sich hier der Schnee ausbreitet jetzt. Sehr heftig. Und das Licht sich ändert und so super. Einer hat von euch eben auch verfaulte Tomaten gegessen, ne? Ja. Das hier ist der Weg. Wie lange hält das gut? An? Du, war eigentlich nur kurzer Zeit wieder weg. Oh, jetzt wird's aber richtig schneeig. Kommt, Leute, lasst mal losziehen. Ja, sollten okay. wir vielleicht doch hier lang gehen? Aus ja, der komm, Stadt raus? Wir gehen raus? Aus der ja. Stadt raus. Komm, hier ist so der Ausgang. Okay. Gehen wir hier lang. Wir brauchen Essen, Trinken. Ich hab also Essen noch 40%. So gut sieht das nicht aus. Und wenn es jetzt hier voll kalt wird, brauchen wir mal einen Pulli oder so, ne? Dickeren. Mit dem T-Shirt bist du ein bisschen geil angezogen, ja? Muss ich mal sagen. Der Smoker hat so eine richtige Kampflesbe als Charakter. Ja, auch so. Oh Mann. Ich bin mich nicht gemobbt. Och, alles gut. Oh, jetzt ist er richtig zugeschneit, du. Ja. Ja, aber das hat man wenigstens mal gesehen, wie das so wird. Das ist ziemlich geil. Wie sieht das bei euch mit Essen aus? 4% habe ich, hab ich noch? Auf 4%. Ja, nix. 4%, ach gut, ja, 56. Mir geht's noch ganz gut. Kackst wow. du auf dem Weg auf jeden Fall ab. Guck nur mal ganz kurz, aber ich hab glaube ich nichts dabei, Alter. Ja, seht ihr den Fluss irgendwo? Ich hab keine Ahnung, wo wir sind. Boah, wow, ne? Da hat jemand geschossen. Das war nicht wir, oder? Auf dich? Nein. G, rennt! Ja, nee. Oh Gott, rennt in den Wald. Das ist ein Spieler, ein anderer. Oh, Search Sticks. Wo ist der denn? Ja. Ja, jetzt geht's los, ey. Ach du Scheiße. Ich hab halt keine Munition. Ich hab gar nichts. Nimm mal die wenigstens die. Wir können doch nicht mit Messer. Was sollen wir machen? Der rasiert uns alle weg. Ja, ich hab eine Waffe, aber wo war der? Oh, keine der Ahnung. Mir. Wo seid ihr? Im Busch. Moped ist doch in Ordnung. Im Busch. Starte doch. Alter, du stehst da voll offensichtlich, ne? Ranzi. Du sollst mal. Ja, ja.
Ich wollte das Moped safen. Voll unauffällig. So, ich mach doch schon das Licht aus. Motorgeräusche alles. Okay, ich hab das Moped. Der muss dachte, doch ich hätte sein. Das Moped gesaved, hab ich nicht. Hat der auf uns geschossen? Weiß ich nicht, vielleicht hat er auch auf so ein mutiertes Kackvieh geschossen. Ja, vielleicht erschrecken, komm, wir gehen mal auf die Straße zurück. Ich gehe mal als Lockvogel. Wenn einer mich erschießt, wisst ihr Bescheid. Benny, du hattest M16, ne? Ja. Okay. Sarah, zerdown! Nein, was? Nee, Spaß. Ich bin nicht tot. Aber wo ist der? Ich glaube, der hat noch was anderes geschossen. Komm, gehen wir da runter zur Straße, Benny. Der hätte mich jetzt abgeknallt, Leute, wenn er mich im Visier hätte. Kommt. Seid ihr auf der Straße da unten? Ja. Okay, ich hol das Moped. Ich hatte nur einen kleinen Unfall, mir geht's gut. Es gibt doch auch einen Ingame-Chat, ne? Ja. Voice auch, ne? Was ist die Taste dafür? Ich weiß noch nicht wo. Oh Gott, falls wir da mal die benötigen sollten, wird wahrscheinlich so sein. Boah, krass, Alter, wie das hier alles zugeschneit ist. Und das hier ist die Ortschaft Woodhaven. Welcome to Woodhaven. Das ist auch so ein typischer Name, das ist auch so ein amerikanischer. Er läuft an einem Wald, geradeaus, vor uns. Geradeaus, meine Motorradspitze. Da läuft einer im Wald. Er läuft die Straße hoch. Vorsicht, Vorsicht. Oh, oh da. Aua! Ach, was hast du getan? Mein Survivor. Motorrad. Die Survivor sind zurück. Wo ist der Typ? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Der hätte uns du hast doch gesagt, du hast ihn gesehen. Ja, aber ich habe ihn verloren in diesem Dschungel hier. Ich will ihn auch nicht töten. Ich will nur wissen, was er macht. Ich will sein Essen haben. Da muss man ihn töten. Der gibt uns bestimmt nichts freiwillig. Sei nett, den Rucksack voll. Ah, da müssen wir erstmal rausbekommen, wie man hier redet. Nicht nur schießen. Vielleicht wie in anderen Spielen, hier mit Caps Lock. Es gibt ja auch Emotes, kann man ja mal kurz sagen, hier winken ist ja immer freundlich, da wissen wir schon mal im Notfall, machen wir hier den Finger winken, hier. Jo, alles klar, er sagt winken und läuft mit dem Stinkefinger mir vorbei, Alter, winken, wuhu, du Wichser, wuhu. Okay. Hello, willkommen in den Frieden. Ey, ja, aber wir laufen gerade einfach in den Wald. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wo wir sind. Das ist gefährlich, was wir machen. Ja, eben, das ist verdammt gefährlich. Ist wie bei wir verlaufen uns komplett. Leute. Wer hat die Brotkrumen ausgeworfen? Ist mal meinem Knusperhäuschen nagen. Ich sehe das schon. Wir sind gleich wieder in Woodhaven oder wieder da. Ja, sicher. Ich hol das Moped, was der Benny mir aus der Hand geschlagen hat. Muss was zu essen suchen, ich hab 0%. Ja, ich glaube, wir sind am Nordeingang von der Stadt. Wir müssen eh einmal hier durchlaufen. Ja, einmal durchlaufen hier. Wenn wir nach Süden wollen, wo das Wetter vielleicht besser ist. Also doch nochmal in die Stadt und einmal looten? Ja, braucht ja das, stirbt im der Vorbeigehen. Wir müssen irgendwie dem was zu essen organisieren. Verlierst du schon Lebensmut? Aber hier müsste eigentlich der Fluss. Wo ist denn der Fluss? Der Fluss müsste hier sein. Aber das finde ich cool, wenn Hunger nicht so schlimm ist wie Durst. Oh Gott, da sind die ersten Zombies wieder. Ich sehe den Fluss nicht. Ist bei euch auch wieder alles eingeschneit? Mhm. Ja. Dieses Motorrad ist scheiße! Ja, lass einfach stehen. Ich bin schon wieder hingefallen. Ich lass das jetzt hier, Alter, ohne Witz. Das bist aber du, ne? Das... Ich bin's, oh, ja. Ja. Bist du dunkel? Wie kriege ich die verkackte Kopplampe an, Alter? Ey. Oh, schade. Ah, okay. War das ein Kann-Opener? Ja, ist das? Kann-Opener ist ein Dosenöffner. Nee, ich hab hier ein Zelt gefunden. Ja, mega. Boah, das ist gut. Geil, und ich eine Brown Leather Jacket, Leute. What's going on? Wird die direkt angezogen? Was ist die? Alter. Jo, ich habe jetzt auch so eine coole Motorradjacke wie du. Geil. Ne? Machen wir eine Biker-Gang auf? Ja, können wir machen. Oh, Scrap Metal habe ich gefunden. Geil, in der Badewanne. Drink from Toilet, ne, sollte man besser lassen. Jo. Hm. Haben wir Smoker und ich schon im Off probiert, natürlich. Ja, macht aber nichts, ne? Ne, macht gar nichts. Also ich könnte eigentlich nochmal ein Stück trinken, eigentlich ist es vielleicht gar nicht so dumm sogar. Antibiotics. Ja, essen und nichts. Ja, ich trinke da was jetzt von. Ich trinke jetzt aus der Toilette, Leute. Dann nimm die Antibiotika mit. Was passiert? No water left in toilet. Ach, vielleicht war es ganz gut. Ich glaube, wir haben Argo gezogen. Ich habe nochmal drüber gelenkt über den Rand. Jo, Argo gezogen. Wo?
Bei uns im Haus. Hier kann man von der Tischdecke auch und all sowas, Matratzen, kann man sich die, den Stoff mitnehmen. Racks machen, ne? Mhm, das ist echt geil, finde ich. Finde ich auch logisch. Natürlich ist nicht jede Tischdecke noch brauchbar für sowas. Okay, hab ihn. Ja, und wir gehen natürlich noch völlig unprofessionell vor, ist ja aber auch egal. Drecksvieh. Wenn man jetzt so ein DayZ so offen wäre, wäre man wahrscheinlich schon längst tot, aber es kann miscreated. Man kann die mutierten Viecher im Übrigen auch looten. Was? Hm, das finde ich auch cool. Eigentlich ist das Spiel schon ziemlich weit, ne? So, ich wüsste jetzt nicht, was, warum das eigentlich noch nicht. Hier, Smokey, wo bist du? Wo bist du? Ich habe Essen gefunden. Ich habe Korn gefunden. So, irgendwas Kornzeugs. Okay, und die Wasserflasche muss ich mal irgendwie am Fluss aufladen, sofern der nicht festgefroren ist. Lee Clark. Ein Testschuss, komm mal her. Ja, also bei mir wird langsam Essen und Trinken auch knapp. Boah, ich glaube, wir müssen in eine andere Wobei, Stadt, Wobei, Trinken habe ich noch, ja. Ich glaube, hier wird nichts mehr. Ja, wir müssen hier weg. Ich denke wirklich, wir müssen los. Wir müssen in einer Stadt hier. Ist alles schon irgendwie ziemlich ausgerollt. Vielleicht finden wir da auch mal ein Fahrzeug. Ja, ein Fahrzeug wäre Gold, ne? So ein Vierer. Ja. Ja, wollen wir hier lang, hier vorne? Mega. Du kannst ja führen. Du hast die Karte. Wenn du möchtest. Da vorne ist ein Vieh. Warte. Moment. Ach stimmt, das ist ein Scope, ne? Yeah. Ich drücke mal V, um die Perspektive zu wechseln. So, das macht der Gewohnheit. Boah, den hast du aber richtig weggeschnetzt, du. Kann man sich mal angucken jetzt in Ruhe, wie die aussehen hier. Ja, diese Brücke da vorne ist doch prägnant. Die müssen wir auf der Karte doch finden. Ekelhaft, ne? Oder das Essen richtig hier drin. Richtig ekelhaft, du. Was war da drin? Essen. Das würde ich nicht anpacken. Ich esse das, ist mir scheißegal. Balle ist auch alles, was verrottet ist. Ja, du, ich hab jetzt Trinker sogar aus Toiletten. Ja, siehste? Stell dir das mal vor. Kein Problem, du. Wobei, Alter, in so einer Welt, ich glaube, da bist du echt froh, wenn du eine Toilette findest mit einem frischen Wasser drin, Alter. Ja, es gab doch mal. Wer ein Giftmüllauto fährt, der kann alles abnehmen. Stimmt, in GTA fährst du ein Giftmüllfahrzeug. Ja, ja. Von ja, mir ja. verkauft, mein Freund. Ja, ja, ja. Endlich sind wir den Dreckswagen los. Pass auf, ich war mal, ihr habt mal eine Doku gesehen über so einen Absturz im Norden von den Anden, ne? Ja. Und da sind dann wirklich Leute abgestürzt und die haben ewig nichts zu essen gehabt und haben dann irgendwann die Mitpassagiere gegessen. Ja, genau, ach, genau. Der Film da mit der Footballmannschaft oder sowas, ne? Da gibt's auch einen Film von, ja. Nee, da, oder da Tennis? War, das war aber Tennis, eine echte Football, Geschichte. Irgendwie sowas. Ja, genau. Das ist halt wirklich passiert. Oh, hier ist Wasser. Klar, bei einer Brücke. So, aber welche Brücke ist das? Ist das die Brücke im Norden? Die können wir aufladen, die Flaschen. Ja, oder? Eben. Okay. Ich wollte mal eben kurz runter zum Ufer und gucken, ob man da Wasser auffüllen kann. Ja, die Brücke im Norden, würde ich sagen, ne? Aber ist ja nicht schlimm. Dann nach der Brücke nach rechts. So. Wenn ich mich jetzt hier reinstelle. Oh, jetzt kann ich direkt Drinkwater. Das ist schon mal gut. Oh, wenn ich das nochmal hier sehe. Wie weit muss man sich denn da. Ich bin jetzt verseucht. So dunkel. Was? Ich hab ein radioaktives Zeichen jetzt bei mir. Ich esse das schon mal, ich trinke das nicht. Also bei mir war das okay. 3%. Hast du aus dem Fluss getrunken? Stück. Oh, jetzt hab ich auch 1% Radioaktivität. Ach, okay, seid ihr eigentlich lang? Seid ihr über die Brücke? Ja, nein, wahrscheinlich. Aber am lass uns mal gerade trotzdem refillen in die Pullen. Weil besser ist nichts, wenn das radioaktiv ist. Ich hab dann nur Konsum stehen. Konsum stehen, ja, du musst auch klicken, glaube ich. Und dann refillt er die. Wenn du im Wasser stehst, gilt das auch als Refill. Ja, aber wenn das Wasser krank macht, will ich das ja nicht in meine Flasche. Doch, wir können das so abkochen. Ja, eben. Mit der Plastikflasche. Musst du wohl vorher abkochen. Und der Plastikflasche. Besser als am Durst zu sterben, weißt du? Alter, okay, ich bin auf der anderen Seite. 3% Automatisier. Atom-Dings. Fast wie in Reality. Die 3% hängen im Sprachzentrum, Alter. Ich hab Atom. Ich hab 1%, damit kann ich leben. Gerrit, ich hab Atom. Alter, wenn wir einen, wenn siehst du? Es hängt locker im Sprachzentrum, Alter. Wenn mir ein Bein am Kopf wächst, ne? Töte mich. Töte es. Wenn ich dadurch sterbe, werde ich sauer. Oh Mann, 1% automatisiert. Aber ich weiß nicht, ob das von selber vielleicht weggeht. Benni studiert die Karte hier. Atom ist unheilbar. Ja, kann sein, dass wir da irgendwas nehmen müssen.
Hast du noch Antibiotika oder so? Ich hab. Nee, aber warte, ich hatte was anderes noch. Aspirin. Ich hab. Oder? Ach, das hilft doch gegen alles. Aspirin ist ja eigentlich geil, ne? So, hier. Ich probier das mal. Ich nehme mal die Antibiotika. Nee, heben wir die lieber für ich hab auch auf, noch Antibiotika. Nehmt die lieber mal auf. Hier, die Aspirin Kürz, auch, meinst du? Vergiftung und Bacterial Infections. Ich weiß nicht, also ich habe jetzt kein Problem mit 1% Radioaktivität. Helps to relieve das hat doch a headache. Eh nach Tschernobyl jeder von uns. ich weiß nicht, soll ich einfach mal testweise nehmen oder aufheben, aufbewahren? Ja, nimm mal. Okay. Konsum. Nö, bringt gar nichts. Cool. Habe ich mir gedacht. Wölfe. Stellt euch mal vor, Radioaktivität und Aspirin, das wäre das Heilmittel. Wäre doch toll. Ja. Pharmaindustrie freut sich halt. Ich glaube, wir werden dann gar nicht mehr. Ich glaube, vielleicht geht das auch nie weg. Und am Ende ist man dann so richtig radioaktiv verseucht und verwandelt sich in Vieh oder so. Und voll geil. Weil das scheint ja mit dieser Radioaktivität scheint ja mit der Mutation zu tun zu haben. Ja. Irgendwie. Scheinbar gab es ja einen Atomunfall und dann ist alles passiert. Die Welt untergegangen und was weiß ich was. Also auch die Sound Engine, das ist schon ganz cool. Wie das so Wölfe klingt, so weit weg, aufhört? Die Viecher. Ja. Ja. Da gibt's ja auch Viecher und alles, ne? Mhm. Oh Mann. Okay, wo reisen wir denn jetzt hin, Benny? Nach Sultan. Wie heißt das da? Das ist doch Sultan. Haven. Die Karawane zieht weiter. Sollen wir hier nicht einen super Cliffhanger machen, ob wir es nach Sultan schaffen werden? Okay, Cut. Okay, können weiterlaufen. Okay. Nee, machen wir. Ist doch eine gute Idee, oder? Ja. Ne? Ja. Okay, dann mach doch mal eine unglaublich tolle Abmoderation, Smoker. Was soll ich denn sagen? Ja, so, ja, tschüss, macht's gut, Leute, das war's von der und wie es dann wohl weitergehen wird, ob wir es nach Sultan schaffen oder so jetzt. Ja, das bin ich überfordert. Okay, das wird mein Ende. Ich bin hier mit raus. Bis zur nächsten Folge. Tschö. Oh, schön. Ey, was für ein Typ.